Im Juni 2022 hatte ich meine Mini-Solaranlage geliefert bekommen, die bis zu 800 Watt Strom produziert. Sie wird angeschlossen, indem man einfach den mitgelieferten Stecker der Anlage in die Steckdose steckt. Dann braucht es nur noch Sonne und schon produziert man seinen eigenen Strom. Die Anlage besteht aus zwei Solarmodulen, 7,5 Metern Kabel, einem Wechselrichter und einem WLAN-Stecker. Die gesamten Kosten betrugen 850 Euro. Das Ganze wurde auf das kleine Dach installiert, welches perfekt nach Süden ausgerichtet ist. Um den Aufbau vorzunehmen, wurde das Dach noch etwas mit einem Brett verstärkt, da die drei Pfosten nicht ausreichten, um die Anlage langfristig zu halten, wurden später drei weitere Pfosten ergänzt. Um das Ganze zu fixieren, kaufte ich ein paar Profile im Baumarkt. Eine Halterung hätte ich auch mit der Anlage mitbestellen können, aber ich entschied mich dagegen, da ich mir die Panels erst einmal genau anschauen wollte, um zu überlegen, wie ich sie auf dem Dach befestigen konnte. Schließlich handelte es sich nicht um eine Standardmontage. Die Kosten für Schrauben und Profile beliefen sich auf 70 Euro. Um sicherzustellen, dass die Module nach dem Auflegen auf die Schienen nicht abrutschen, brachte ich unten Schrauben an und fixierte sie mit etwas Tesa. Die Schrauben wurden dann in die Löcher der Schiene eingehakt. Mit dieser Methode konnte ich problemlos die 21 Kilogramm schweren Solarmodule allein auf das Dach fixieren. Danach wurde jedes Modul mit 4 Edelstahlschrauben an die Schienen angeschraubt. Zuerst schloss ich die Anlage provisorisch an. Dabei kann fast nichts schiefgehen. Später brachte ich den Wechselrichter unterm Dach an, indem ich mir zwei Verlängerungskabel von 1 Meter bestellte. Hier sieht man das Kabel mit dem Schuko-Stecker, das an eine ganz normale Steckdose angeschlossen wird. Die Messung der Stromproduktion erfolgt über diese WLAN-Steckdose. Vor kurzem habe ich allerdings herausgefunden, dass ich ebenfalls den Wechselrichter direkt auslesen kann, so wie das bei den meisten Wechselrichtern der Fall ist. Hier siehst du das 5-Euro-Teil, mit dem ich den Wechselrichter direkt auslese. Die Bastelanleitung findest du in dem Video in der Beschreibung. Auf der Wochenansicht siehst du, dass ich im Juli ungefähr 5 Kilowattstunden Strom am Tag produzierte, was ungefähr 1/6 unseres Tagesverbrauchs entspricht. Die Jahresproduktion beträgt 920 Kilowattstunden. Dieser Wert der WLAN-Steckdose stimmt auch mit dem direkten Auslesen des Wechselrichters überein. Meinen Tagesverbrauch kann ich über die Internetseite meines Stromanbieters einsehen. Die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz kann ich jedoch nur über diesen Smarty Plus WLAN-Sender herausfinden. Diese betrug 89 Kilowattstunden in genau 1 Jahr. Die Solaranlage ist besonders interessant für uns, da sich der Verbrauch in unserem 5-Personen-Haushalt tagsüber fast immer über 800 Watt befindet. Es sind fast immer 2 Personen zu Hause, die auf irgendeine Art und Weise Strom verbrauchen. Handelt es sich jedoch um einen Haushalt, wo tagsüber keiner zu Hause ist, bringt die Anlage nicht viel, da kein Verbrauch da ist und der meiste produzierte Strom ohne Vergütung ins Netz eingespeist wird. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel Energie ich mit meiner Mini-Solaranlage produziere. Ich bin mehr als zufrieden mit meiner Entscheidung, in diese nachhaltige Technologie investiert zu haben. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal.